Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir hatten, oder ich hatte euch ja gefragt, ob wir die Farben mal testen sollen, beziehungsweise ich euch mal zeigen soll, wie die einfach auf dem Papier auch wirken, bevor ihr sie kauft und nachher denkt so, eigentlich war das jetzt nicht das so, das was ich erwartet habe, oder oh, die finde ich richtig cool, die muss ich auch haben. Genau, und deswegen habe ich jetzt alles soweit vorbereitet. Das sind ja Wasserfarben, keine Aquarellkästen, so wie ich das jetzt richtig gelesen habe. Also zumindest das hier, das sind Wasserfarben. Bei dem bin ich mir nicht ganz so einig, ob das jetzt Aquarell ist oder ob das einfach nur ein Wasserkasten ist, also Wasserfarben. Ich habe mir jetzt zwar zwei verschiedene Aquarellpapiere hier hingelegt und ein ganz normales, dickeres, weißes Papier, um das einfach mal auf diesen verschiedenen Papieren zu probieren. Das hier ist der Block von Action und das ist der von Rossmann. Wie habe ich euch schon im letzten Video gesagt, den von Rossmann finde ich ja eigentlich nicht ganz so geil. Von Rossmann, von Action. Weiß ich nicht, ich komme damit nicht so klar und der hat einfach nur unwahrscheinlich krasse Struktur und ich bin ja nicht so der Strukturenfreund, aber ja, das ist einfach nur Geschmackssache, würde ich mal behaupten. Ich hole mir jetzt einfach mal hier diese tollen Farben rüber. So in der Palette sehen die ja unwahrscheinlich gut aus. Also wenn ich mir das so angucke, das sieht einfach schön aus. Wir probieren jetzt einfach mal hier zum Beispiel das Kupfer. Das kann ich mir auch ganz toll für Kartenhintergründe vorstellen. Und, ups, jetzt baue ich hier leider alles um. Also die Farbabgabe ist mal richtig genial, also ohne Quatsch. Ich ziehe das jetzt mal hier so ein bisschen. Ich glaube, auf der Struktur kann man nämlich ganz gut sehen, wie die Farbe, wie die Farbabgabe ist. Also das ist richtig genial, absolut cool. Und dann mal ein bisschen verteilen hier. Aquarellpapier sollte das ja eigentlich kein Problem sein, zumindest nicht fürs Papier. Also die Farbabgabe ist echt genial. Also ich würde sagen, die sind sehr gut pigmentiert. Und hier sieht man das zum Beispiel, was ich gerade meinte mit dem Hintergrund. Da kann man zum Beispiel super einen Hintergrund gestalten auf diesem Aquarellpapier, weil das eben so super krass Struktur hat. Richtig genial. Also die Farbe finde ich schon mal mega. Jetzt probieren wir nochmal eine andere Farbe hier aus diesem Kasten. Nehmen wir mal das Gold. Wow, und auch da absolut geniale Farbabgabe. Also das hätte ich echt nicht erwartet, weil ich habe schon so einen oder anderen Farbkasten gesehen von Action, wo die Abgabe echt nur mittelmäßig war. Da war die jetzt nicht so genial. Nehmen wir nochmal hier den Rossmann-Block. Auch da, also wirklich unwahrscheinlich cool. Gefällt mir richtig, richtig gut. Jetzt nehmen wir noch mal einen anderen Kasten so zum Vergleich. Hier nehmen wir jetzt mal das Lila. Und die lösen sich auch ganz schnell. Also wenn man da ein bisschen Wasser drauf gibt, braucht man da jetzt nicht so ewig, um da was abzubekommen an Farbe. Das ist jetzt so ein Pastell-Lila, so ein Metallic-Pastell, würde ich fast sagen. Auch genial. Also gefällt mir echt gut. So, damit hier dieses eine Papier nicht so ein Außenseiter ist. Das ist jetzt ganz normales Papier, beziehungsweise ein bisschen dickerer Cardstock, also jetzt kein 80er Druckerpapier. Einfach, weil ich da auch nochmal gucken wollte, wie die Farbe sich da drauf verhält. Aber ich würde fast sagen, es ist eigentlich egal, was ihr für ein Papier nehmt, also Aquarell oder normales. Das lässt sich hier drauf auch genauso gut malen. Ja, durch diesen Metallic-Effekt schimmert das natürlich so ein bisschen, also echt cool, wirklich cool, muss ich echt sagen. Ihr merkt, ich bin begeistert, weil ich es nicht erwartet hätte. Also ich hatte echt ein bisschen Bedenken, was so die Farben angeht. Aber die hier sind echt cool. Was genau der jetzt gekostet hat, kann ich euch gar nicht sagen. Aber dann müsst ihr sonst einfach nochmal meinen Action-Haul gucken von Dienstag. Da habe ich euch das ja gesagt. Und hier ist jetzt ein Weiß drin. Und jetzt hole ich mal schwarzes Papier, weil das würde mich mal interessieren, wie das sich darauf verhält. So, und solltet ihr jetzt irgendein Rauschen im Hintergrund hören, ja, es ist leider entweder der Verkehr oder der Sturm, der gerade draußen wütet. Es ist unwahrscheinlich laut draußen, aber ich habe jetzt auch keine Lust, bis heute Abend um 10 zu warten, bis ich ein Video aufnehmen kann. So, ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Selbst auf Schwarz sehen die Farben echt toll aus. Hier ist jetzt dieses Weiß eben, was sehr schön ist. Und jetzt nehmen wir nochmal hier das Lila.
Also wenn man zum Beispiel mal einen schwarzen Kartenhintergrund haben will, dann kann man das auch gut machen. Gut, hier sieht man jetzt nicht so wichtig, dass das lila sein soll. Das klappt also nicht. Probieren wir mal Gold. Oh ja, also Gold funktioniert auch sehr gut auf Schwarz. Richtig krass. Also den Kasten, glaube ich, da kann man wirklich nur das Weiß benutzen auf dem Schwarzen. Aber hier bei dem klappt das wirklich sehr, sehr gut. So, dann haben wir hier noch die anderen Metallic-Farben, wo ich ja dieses Lila so genial finde. Also so ein krasses Lila. Genauso wie das Blau ist absolut schön. So, man muss die einmal ein bisschen anschmieren, dann läuft das. Echt cool. Also da muss ich sagen, ich bin begeistert. Oh, das ist genial. Guckt euch mal dieses geniale Lila auf dem Schwarz an. Also das ist schon mega, oder? Also ja, ich bin echt begeistert. Ich war echt ein bisschen skeptisch. So, jetzt probieren wir nochmal das Blau. Erstmal auf Weiß. Dann nehmen wir nochmal hier diesen normalen Cardstock. Sind ein, also ich würde sagen, ganz normale Wasserfarben. Aber echt coole Wasserfarben, muss ich wirklich sagen. Also egal, je nachdem, wie man das hält, schimmert das Blau ganz anders. Also so ist es relativ dunkel. Und wenn man das so liegen hat, ist es doch gleich viel heller. Also das ist wirklich, ja, lichtabhängig, wie das Blau sich gibt. Wir machen das hier nochmal. Das ist schon cool, ne? Also, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das so genial, dass es auf diesem Schwarz so unwahrscheinlich gut aussieht. So, das waren jetzt diese drei Kästen und ihr merkt, ich bin absolut begeistert. Je nachdem, welche Farbe man nimmt, muss man natürlich darauf achten, ob man jetzt helles Papier oder dunkles Papier nimmt. Aber ich finde es absolut cool, dass sogar die Farben auf schwarzem Hintergrund so schön aussehen. Klar, dieses helle, dieses Pastell, das ist auf Schwarz jetzt nicht besonders cool. Da nur das Weiße. Aber hier würde ich fast behaupten, dass alle Farben sehr gut gehen, außer natürlich Schwarz. Und die hier finde ich sowieso mega. Also ich kann euch nur sagen, ich finde sie absolut genial. Ihr habt ja den Vergleich jetzt auch ein bisschen gesehen durch die verschiedenen Papiersorten. Echt cool. So, und jetzt haben wir ja noch hier diesen Aquarellkasten. Da steht zwar Aquarellset drauf. Aber, ja, ob das jetzt wirklich Aquarell ist, weiß ich nicht. Aber wir probieren es einfach trotzdem natürlich aus. Wir starten mal mit einem Braun. Braun ist ja eine Farbe, die ich unwahrscheinlich gerne benutze beim Kolorieren. Warum auch immer. So, jetzt müssten wir das eigentlich noch ein bisschen verblenden, ausmalen können. Wow. Also es lässt sich mit Wasser, boah, das war ein bisschen sehr viel. Wasser sehr gut noch weiter vermalen. Also wenn man wirklich mal irgendwie kolorieren möchte damit, glaube ich, könnte das sehr gut was werden. Ich glaube, ihr seht das, ne? Also von dunkel nach hell lässt sich das sehr gut arbeiten. Das war jetzt das Actionpapier. Jetzt nehmen wir nochmal ein anderes. Nehmen wir mal das von Rossmann. Werden wir auch immer heller. Ich mag das ja, wenn man so diese Farbabstufung so ganz leicht hinkriegt, ohne dass man da jetzt groß talentiert für sein muss, weil ich bin jetzt auch nicht so der Kolorierexperte, ganz ehrlich. Aber das hier lässt sich sehr gut machen. Doch, gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir sehr gut. Doch, ich glaube, also für jemanden, der gerade erst anfängt mit Kolorieren bzw. mit Aquarell und so, für den ist sowas vielleicht ganz gut. Die, die jetzt natürlich das absolute Know-how haben und wissen, wie es geht, die denken wahrscheinlich auch so, nein, ich bleibe dann bei was anderem. Aber für mich selber absolut ausreichend. Ich gestalte damit Kartenhintergründe, da brauche ich da jetzt, also da langt mir das. Und deswegen würde ich fast behaupten, wenn man jetzt nicht unbedingt
ganze Leinwände damit bemalen möchte, kann man damit sehr gut arbeiten. Also ihr seht, das ist jetzt hier wieder dieses normale Papier. Darauf geht das auch sehr gut. Jetzt machen wir mal den Test mit Schwarz. Kann ja eigentlich nicht funktionieren, weil ich glaube nicht, dass die so extrem pigmentiert sind. Also da dürfte man dann eben nicht verwischen. Aber dafür ist er ja nicht da. Nehmen noch ein Weiß. Oh, jetzt ist es kein Weiß mehr, jetzt hat es einen leichten lila Film. Aber naja, wir probieren es trotzdem. Nein, das funktioniert nicht wirklich, würde ich fast behaupten. Aber das hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber so auf den anderen beiden Papieren und auch auf dem weißen geht es sehr, sehr gut. Ich finde es genial. Mir bringt sowas ja Spaß. Und ja, ich finde es echt cool. Jetzt könnte ich euch noch schnell mal den anderen Kasten zeigen. Und zwar gibt es ja auch noch diesen Kasten bei Action. Da sind dann eben auch gleich zwei dieser Wassertankpinsel bei. Ich komme ja irgendwie mit Wassertankpinseln nicht so wirklich klar. Also ich nehme einen ganz normalen Pinsel. Das soll auch ein Aquarellkasten sein. Ich finde den von der Aufmachung natürlich echt cool. Also ich finde den echt schick. Jetzt fangen wir hier wieder mal mit dem Blau. Also, der gibt gut Farbe ab. Holla die Waldfee. Also wirklich gut Farbe ab. So, und die kann man auch noch so schön weiterziehen. Ich würde fast sagen, dass behaupten, dass der eventuell noch mehr pigmentiert ist als der silberne. Wir nehmen jetzt hier nochmal ein Lila, weil wir haben hier ja auch ein Lila in dem anderen Kasten benutzt. Vielleicht nicht mit 3 Liter Wasser. Könnte das auch was werden? Ne, das ist auch ein Blau. Ups! Haben wir hier gar kein Lila? Echt cool. Die Farbe finde ich ja mega, ne? Also, oh, das ist so eine Farbe, die mir gefällt. Ne, ich würde mal fast sagen, ein Lila haben wir gar nicht. Aber wir haben hier einen Braun, was wir auch im anderen Kasten haben. So. Also er gibt schon mehr Farbe ab als der andere. Da ist der andere und das ist jetzt eben der, den wir jetzt gerade ausprobieren. Warum sage ich das eigentlich? Weil ihr seht es ja. Haha. Doch, also absolut genial. So, ich probiere jetzt hier nochmal über das Blaue rüber zu gehen, nachdem es schon fast getrocknet ist. Auch das funktioniert. Ja, also ihr seht, absolut geniale Kästen, wie ich finde. Man hat echt eine Menge Möglichkeiten. Was ich bei dem Papier jetzt zum Beispiel ganz genial eigentlich finde, ist, dass wenn man am besten außen anfängt und dann die Farbe reinzieht, dass man dann so eine die Struktur richtig rausbekommt. Dadurch, dass die Pigmente sich genau auf diese Struktur legen, sieht natürlich mega genial aus. Aber ich glaube, ich habe euch jetzt soweit alles gezeigt, was ich euch zeigen konnte. Und das, was ihr gerne wolltet. Ihr wolltet, dass ich ja immer die Farben live ausprobiere, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Also ich muss sagen, ich finde alle drei Systeme, wie man sie auch immer nennen will, echt genial. Ganz besonders mag ich diese Metallic-Farben, weil die sind echt cool. Alleine schon, weil die auf Schwarz so super strahlen. Das ist ja meistens immer das Problem, dass man auf Schwarz nicht so die Möglichkeiten hat, was Farben angeht. Und das ist mit diesen hier zum Beispiel nicht das Thema. Also die finde ich absolut genial. Der hat eine absolut coole Farbabgabe. Und den hier finde ich auch gut. So gerade, der kostet ja auch irgendwie nur 99 Cent. Also der lag unterm Euro. Im Gegensatz zu denen, der war ein bisschen teurer. So teuer ist es ja alles eigentlich nicht. Ja, aber ich glaube, ich konnte euch das zeigen, was ihr gerne möchtet und bin gespannt auf eure Kommentare. Habt ihr von diesen Kästen schon irgendwas ausprobiert? Wie ist eure Meinung? Seid ihr genauso begeistert wie ich von den Farbkästen? Sagt ihr, das ist absolut das, was man braucht, also wo man richtig gut arbeiten kann für wenig Geld? Oder sagt ihr so, nee, absolut geht gar nicht? Finde ich absolut ein Mist. Auch das dürft ihr natürlich in die Kommentare schreiben. Also nicht, dass ihr Angst habt, ihr greift mich damit an. Jeder hat seine Meinung. Ich finde sie wirklich toll. Ihr habt gerade gesehen, ich habe sie zum allerersten Mal ausprobiert. Ich habe sie vorher auch noch nicht getestet. Das ist jetzt gerade das erste Mal gewesen. Und ich muss sagen, ich finde sie gut. Für das, was ich machen möchte,
langen sie vollkommen. Ich muss damit keine riesen Leinwände bemalen oder möchte irgendwelche künstlerischen Bilder auf Papier bringen. Für mich ist es eher immer einfach die Hintergrundgestaltung der Karten oder für ein Mini-Album oder einfach mal nur so in einem Art-Journal ein bisschen rumexperimentieren. Dafür finde ich sie wirklich gut und dafür kann man sich die echt kaufen. So, und das soll es auch gewesen sein. Ich bin sehr gespannt, was ich gleich so alles unter den Videos lesen werde oder unter dem Video. Ich freue mich auf ein nächstes Video mit euch. Ich wünsche euch allen einen ganz tollen Tag. Hoffe, dass es bei euch nicht ganz so stürmisch ist wie bei uns hier gerade. Und sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.